Es ist schon sehr lange ein Traum von mir gewesen, ein solches Projekt realisieren zu können und den Menschen meine Kombination aus Spiritualität, Tiefgang und Humor näher zu bringen. Es war so schön, all meine Erfahrungen und Geschichten mit diesen Menschen teilen zu dürfen und auf so viel Liebe und Anklang zu stoßen. Und ich kann euch jetzt mal einen guten Tipp fürs Leben geben. Wenn ihr irgendwas macht und die Menschen sagen, es ist unrealistisch, damit Erfolg zu haben, dann seid ihr auf einem super guten Weg. Ernsthaft? Und so liegt es einfach daran, sich immer wieder zu zeigen und den Mut zu haben. Und ich glaube, hier docken wir ganz eng an alle miteinander. So dass, wenn ihr euch traut, eure Geschichte zu zeigen, euch zu zeigen, wie ihr seid, mit all diesen Facetten, mit der Verletzbarkeit, mit der eventuellen Blöße versagen zu können, so dann kommt ihr wirklich an den Erfolg eures Lebens. Und dazu lade ich euch ein. Glaubt an eure Fähigkeiten, seid echt, seid authentisch und macht das, was ihr tun müsst, voller Mut und Vertrauen. Es werden sich Türen öffnen, wo vorher Wände waren. Und manchmal ist es einfach so wichtig, dass wir unsere Spuren hinterlassen. Und selbst wenn man den Text vergisst, kreieren sich völlig neue, wunderbare Felder der Freude. Und das ist heute live und ich sag, oh je, jetzt ist der gottverdammte Shit auch noch auf DVD. Das wird ziemlich peinlich. Seher macht das heimlich. Ich bleib am Mikrofon im Gleichgewicht. Eine Stunde Freestylen reicht mir nicht, doch du weißt, alles was du brauchst ist in dir drin. Auch ohne Texthänger gibt das ziemlich Sinn. Alle freuen sich und rasten heute komplett aus. Also frage ich Augsburg, seid ihr noch im Haus? Es ist ein solcher Segen, die Menschen inspirieren zu dürfen. Es ist so schön, sie jetzt auch noch im Nachhinein daran teilhaben lassen zu können. Und ich freue mich sehr, dieses Geschenk mit euch teilen zu dürfen.